ist immer super, wenn man hinter die Kulissen schauen kann. Oder in die Gärtanks. Sind es Gärtanks? Gilt es, ja. Also in die Gärtanks. Herzlich willkommen heute aus Südtirol und herzlichen Dank an meinen Sponsor IDM Südtirol, der diese Folge hier ermöglicht. Heute geht es hier in diesem Ausflugstipp zum Bierradeln, also zum Radfahren und zum gemütlichen Einkehren bei Braugaststätten. Das Praktische ist, ich brauche dafür jetzt im Augenblick nicht einmal ein Fahrrad. Meine Tour geht nämlich zuerst einmal jetzt mit dem Zug gleich mal von hier vom Bozen bis nach Brixen. Und wie das mit dem Bierradeln dann ohne Fahrrad genau funktioniert, das erzähle ich dann ein bisschen später. Nächster Halt, Brixen. Prossima fermata, Bressanone. Ich bin jetzt in Brixen angekommen und da drüben, da ist die alte Bahnremise und dort befindet sich ein Fahrradverleih, wo ich dann auch mein Fahrrad bekomme. Aber ich finde, wir sollten unbedingt noch ins Stadtzentrum schauen, denn Brixen ist nämlich wirklich eine sehr schöne Stadt. Brixen ist seit über 1000 Jahren eine Bischofsstadt und hier der Hofgarten ist noch gar nicht allzu lang für die Öffentlichkeit zugänglich. Und früher war dieser Garten einmal den Domherren hier vorbehalten. In Brixen liegt alles sehr nah beieinander. Wir waren ja vorhin im Hofgarten, dann in der Hofburg. Dort befindet sich zum Beispiel auch ein Museum. Und jetzt gehe ich hier weiter Richtung Domplatz und da schauen wir natürlich auch in den Dom hinein. So ein Kreuzgang war irgendwie auch früher die Bibel für das Volk, so 1460 herum wurde da gemalt. Ist ja irgendwie merkwürdig. Da oben ist ein Elefant. Ob es in Brixen Elefanten gab? Ich frage den Herrn mal. Entschuldigung, bist du aus Brixen? Ja, schon sehr lange. Okay. Schon sehr lange hier in Brixen. Weißt du, was es mit diesem Elefanten da auf sich hat? Ja, ist schon eine recht nette Geschichte. Das Fresko stammt vom Meister Leonhard von Brixen, der um 1460 hier gemalt hat, mit seinen Schülern auch. Und die haben nie einen Elefanten gesehen gehabt. Sie haben aber gehört, dass der Elefant ein Lasttier ist und dass er einen Rüssel hat. Also malt er so eine Art Pferd mit ein bisschen Rüssel, schaut dann aus wie ein Schafskopf und er hat Barhufe. Also ein anatomisches Wunderwerk. Danke für die Infos. Jetzt weiß ich, um was es da mit diesen Elefanten geht und was es damit auf sich hat. Danke. Ja.
Brixen könnte man noch einiges an Zeit verbringen. Es gibt auch ein paar gemütliche Restaurants und Cafés hier. Und für mich wird es aber jetzt Zeit, hier mal zum Radverleih zu kommen. Der befindet sich gleich in der Nähe des Bahnhofs. Und hier kann ich mir mit der Bike Mobile Card ein Fahrrad ausborgen und es dann einfach an einer anderen Stelle zurückbringen. 20 Stationen gibt es insgesamt hier in Südtirol. Und bei mir ist noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt nur bis Klausen fahre oder weiter nach Bozen. Das hängt ein bisschen vom Wetter ab, denn heute ist es nämlich ein bisschen wechselhaft. Und mit der Bike Mobile Card, da kannst du einerseits die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und andererseits dir ein Fahrrad ausborgen. Das heißt, man muss das Fahrrad gar nicht im Zug mitnehmen. Dieser Radweg hier von Brixen nach Klausen und weiter nach Bozen ist einer der Talradwege hier in Südtirol. Und entlang dieser Talradwege gibt es einige Wirtshausbrauereien und Braugasthöfe. Und wahrscheinlich waren es die Bierbrauer, die auf die Idee gekommen sind, diesen Radweg als Bierradweg durch Südtirol zu verbinden. Da vorne ist das Gasselbräu und da schauen wir jetzt als nächstes hin. Mit dem Rad sind wir jetzt nach Klausen gekommen und ich bin jetzt beim Norbert und der ist der Chef hier beim Gasselbräu. Prost Norbert! Jawohl. Ich glaube, das ist jetzt das Weizenbier, gell? Ja, genau. Ich finde ja, das Schöne ist, dass man hier verschiedene Biersorten probieren kann, verkosten kann. Ich habe das zum Beispiel vorher beim Essen schon ausprobiert. Das Basilikumbier zum Beispiel, das ist so eine deiner Spezialitäten, oder? Ja, Basilikumbier ist ein Saisonsbier, das machen wir nur für den Sommer. Das hat auch nur 4% Alkohol und in der Nase ist es ziemlich stark, das Basilikum, wie du selber probiert hast. Und im Trunk merkt man es ein bisschen weniger, weil es soll ja immer ein Bier sein. Ist das Kastanienbier was Kräftigeres? Das gibt es im Herbst bei dir, ne? Ja, im Herbst gibt es Kastanienbier. Das ist eine von der Malzmischung her eigentlich so wie ein gemischtes zwischen hell und dunkel mit so 5,8% Alkohol. Und da kommt aber noch Kastanienmehl dazu. Und es wird hier hinten praktisch, geht es los mit dem Brauen, ja, ne? Da sind drei Behälter, auch wenn man mag, das sind nur zwei. Das ist eine Pfanne, der Läuterbottich und da drüben unten haben wir noch einen Whirlpool. Okay. Und die Gefäße brauchen wir alle drei, immer um ein Bier zu machen. Und dann kommt es weiter runter in den Gärkeller? Und dann haben wir unten den Gärkeller, da wird es runtergekühlt und dann vergoren und gelagert und dann trinken wir es. Bei dir auf der Speisekarte habe ich gesehen, da gibt es auch verschiedene Gerichte von eher bodenständig bis zu leichteren Gerichten. Ja, also wir sind ja Nord-Süd-Achse, da natürlich, sagen wir jetzt mal, das typische Bayerische, ein bisschen schwerer, der Achse und die Sachen. Da sind wir natürlich auch ein bisschen mediterran, weil wir ja doch zu Italien gehören, nicht? Da haben wir von da die Kost und natürlich die Nudeln und die ganzen Sachen. Und typisch tirolerisch wie Knödel und die ganzen Sachen. Und vor allem im Sommer haben wir dann auch Gerichte mit Salate oder, also immer, es wird ja unter das Jahr immer gewechselt. Jetzt muss ich mich beeilen, es geht weiter nach Bozen.
Von Brixen über Klausen hierher nach Bozen sind es ziemlich genau 43 Kilometer und das ist eine der längsten der 5 Etappen hier entlang des Bierradwegs. Insgesamt ist dieser Weg 180 Kilometer lang und man merkt schon, das ist wirklich eher eine Tour für Genussradler. Das heißt, eine Tour, die man sich auf mehrere Tage aufteilt und wo man dann immer wieder einmal gemütlich wo einkehrt. Meinen Ausflug hier entlang des Bierradwegs lasse ich nun hier in Batzenbräu in Bozen ausklingen. Ich sage Dankeschön, dass du mit dabei warst und wenn du weitere Ausflugstipps aus Südtirol sehen möchtest, dann schau hier in dieses Video rein. Tschüss, Servus und Baba aus Bozen.